Eine enorm starke Leistung der Berlin Rebels im Spitzenspiel gegen die Cologne Crocodiles. Am vergangenen Samstag empfingen die Berliner die bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer der GFL. Nicht zuletzt wegen vieler Verletzungsausfälle eine schwierige Aufgabe. Um 15 Uhr erfolgt im Mommsen-Stadion der Kickoff. Keine zwei Minuten später ist es Wide Receiver Josh Simmons, der den Ball in die Endzone trägt. Erneut ein guter Einstieg, den die Kölner zunächst nicht beantworten können. Zu stark ist die Berliner Defense. Trotz stetigen Raumgewinns kommen aber auch die Gastgeber nicht an Köln vorbei. Bis es Quarterback Terrell Robinson in die eigenen Hände nimmt und Berlin zum nächsten Touchdown verhilft. Die Crocodiles nun unter Zugzwang. Doch die punktebringenden Aktionen kommen weiter von den Rebels. Diesmal ist es Tight End Hayden Daniels, der sich mit dem Leder durchsetzt. 20:0, die Krokodile versuchen alles, erzielen Raumgewinne, doch ein ausgespielter vierter Versuch wird ihnen zum Verhängnis. Dann sind es wieder die Jungs in Schwarz-Silber, die sich in der Kölner Endzone zu schaffen machen. Ein gezielter Wurf von Terrell Robinson und Tight End Tim Waldner fängt seinen ersten GFL-Touchdown. 28:0 zum Ende der ersten Halbzeit. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir konzentriert weiter im Spiel arbeiten. Wir müssen wegbleiben von Penalties und zuschauen, dass wir den Ball lange kontrollieren, die Offense lange Drives etablieren kann und die Defense so lange wie möglich auch vom Platz halten, sodass wir das Spiel jetzt sicher nach Hause bringen. Wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Leichter gesagt als getan, denn es dauert nicht lange und Köln punktet in Form von Robin Gemmerich, der den Ball sicher fängt. Der nächste Berliner Offense Drive bringt 3 Punkte durch ein von Kicker Anderson geschossenes Field Goal. Nach ein wenig Vor- und Zurück ist es wieder ein Kölner Passing Play, diesmal auf Dominik Gröne. Doch die Gastgeber lassen hier nichts mehr anbrennen. Zunächst blockt Rory Johnson den Extrapunkt und dann darf auch Phil Freis Andersen nochmal ran und schießt die Berlin Rebels mit einem 49 Yards Field Goal zum endgültigen 34:13. Also ich bin in erster Linie zufrieden damit, wie wir heute insgesamt gespielt haben. Besonders in der ersten Halbzeit sind wir rausgekommen und haben wirklich sehr konzentriert gearbeitet. Yeah, we controlled the game, defense played well, O-line played great, so yeah, good win going in the break. Definitiv ein Spiel, nachdem sich die Mannschaft eine erholende Sommerpause verdient hat und sich nun über die Verteidigung der Tabellenspitze Gedanken machen darf. In 3 Wochen geht es wieder Vollgas los. Wir werden uns auf die zweite Hälfte der Saison sehr intensiv vorbereiten. Denn im Moment sind wir erstmal auf dem ersten Tabellenplatz und dorthin zu kommen war schwer, aber dort zu bleiben wird viel, viel schwerer. Jetzt aber erstmal ab in die Sommerpause.